Am Samstag, den 17.03., trafen beim Wasserball der Amateurschwimmclub Duisburg auf die Wasserfreunde Spandau 04, um am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde das Spiel für sich zu entscheiden. Die Berliner lieferten einen starken Beginn. Im ersten Viertel erzielten sie bereits 4 Tore. Ich würde sagen, Duisburg war immer so über Jahre hinweg unser Angstgegner und ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gebessert. Die hatten ein paar Abgänge zu verzeichnen und so und deswegen konnten wir uns dann besser auf Duisburg einstellen. Die Duisburger hatten gegen die starke Aufstellung der Spandauer nur wenig Lichtblicke. Im dritten Durchgang gelang der letzte und erfolgreiche Gegenschlag. Paul Schüler traf für Duisburg zum 3:9. Die Berliner zeigten sich jedoch gänzlich unbeeindruckt. Also wir müssen uns auf jeden Fall verbessern in der Press, im Angriff, wenn wir pressverteidigt werden. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall uns stark verbessern. Und dann Jahr für Jahr besser werden, das ist unser Ziel, weil wir mit der jungen Mannschaft sonst untergehen, sag ich mal. Maurice Jüngling setzte dem ohnehin erfolgreichen Ligaspiel durch einen geschickten Treffer in der letzten Minute das i-Tüpfelchen auf. Enttäuschung für den drittplatzierten Duisburg. Der Gastgeber Spandau 04 aber darf sich über den Sieg freuen. Wir haben noch ein paar Baustellen, besonders im Abschluss. Heute hätten wir noch, wie gesagt, 8, 9 Tore, vielleicht auch mehr schießen können. Aber das kommt schon noch. Und in den nächsten Spielen, wenn dann jetzt auch die Playoffs anfangen, voraussichtlich spielen wir ja im Halbfinale wieder gegen Duisburg, werden wir versuchen, das zu verbessern und dann ein besseres Ergebnis zu erzielen.